Willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal und herzlich willkommen zum nächsten Schminki, denn wir haben Sonntag. Einen schönen Sonntag euch allen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid fit. Und jetzt packen wir mir mal die Lady aus. Ja, ich habe euch ja gestern vorgestellt, Hashtag Champagnerparty von The Beauty Works. Jo! Heute wird es wieder glitzern auf den Auge. Jo. Ich habe mir noch nichts überlegt. Aber ich habe mir erstmal überlegt, mein Auge zu setten. Und zwar mit Trended Up Holo Finish Powder. Weil da haben wir ja keine Farbe drin, nicht? Jo, jetzt wird es auch glänzend. Also wir übertreiben heute ein bisschen, glaube ich. Ein bisschen viel. So, ich nehme heute mal Pinsel von She Glam, glaube ich. Jo, diesen. Und dann gehe ich hier mal rein. Aber abklopfen. Wir sind hier nämlich sehr holographisch unterwegs. Aber dann haben wir da schon mal einen schönen Glow, ne? Einen schönen Glow. Und ich bin ja heute auch schon irgendwie hier so schwarz unterwegs mit dem Pullover. Oben eine silberne Schleife. Schauen wir mal, was das am Ende so gibt. Das weiß ich noch nicht. Aber also das ist ein Puder, was ich jetzt auch nur zum Setten meines Auges nehme. Das ist mir sonst so holographisch im Gesicht. Also da, nee. Das ist dann too much. Aber so aufs Auge schon mal einen Glitzer bringen, ist ja nicht verkehrt, ne? So. Ja. Haben wir es doch schon mal. Ich packe aber hier diesen Puschel wieder drauf, weil das ist sehr, boah, intensiv. Du hast hier das Zeug überall. Oh, das ist echt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann auf der Hand. Das ist Glitzer, Glitzer, Marie. So, euch mal ein bisschen näher holen, ne? Euch mal ein bisschen näher holen. Ja, jetzt, der Herbst ist da, ne? Der Herbst ist da. Oh, tralala. Und wie sieht es bei euch so aus? Habt ihr schon die Heizung an? Ich weiß, das kann sein, dass ja doch, dass das Video kommt, wo noch kälter geworden ist. Das ist Wahnsinn, ne? Jetzt drehe ich dieses Video Ende September. Ich sehe es nicht ein, da die Heizung anzumachen. Klopft. Wärmflasche, Decke, fertig. So. Ja, womit fangen wir an? Womit fangen wir an? Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es absolut nicht. Ach komm, wollen wir heute mal Gold nehmen? Wir sind heute mal dekadent unterwegs. Das ist ja wirklich eine Palette, die nur Schimmer enthält. Und ich hatte jetzt ja aber schon mal ein paar Looks nur mit Schimmer. Und wenn du mal richtig auf den Kacke hauen willst, dann packst du halt nur Schimmer aufs Auge, ne? Ja, ist so. Es ist so. Und ja, da geht auch mal Schimmer in eine Lidfalte. Da bin ich ja schmerzfrei. Ui, guck mal. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das schon. Aber lässt sich gut verteilen. Ich habe übrigens diese Palette bei TK Maxx gefunden. Die, so eine von Beauty Works, die haben die oft. Und ja, da kann man die mal mitnehmen. Ich glaube, die Jacke kostet 5,99. Entschuldigung, ich habe gerade Mittag gegessen. Gerade noch den Rest vom Kartoffelauflauf mit ein paar Nuggets dabei. So Käse-Nuggets. Ferdi Ostimos. Holla, Leute, ich habe da, glaube ich, jetzt mal, ich mache das mal hier. Wir packen das Gold jetzt auch mal hier vorne hin in den Inner Corner mit. Damit arbeiten wir jetzt mal. Das ist schon gut pigmentiert, würde ich sagen. Und du kriegst den Glitzer super hier mit dem Stift, mit dem Pinsel drauf. So. Ja, und jetzt, ich glaube, jetzt ist mir so nach lila, dunkellila. Und das setze ich mir hier so hin. Ich
Ich möchte natürlich ein bisschen Tiefe reinbringen. Und das bringe ich jetzt mit diesem Dunkellila einfach mal rein. Das ist schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Also das lässt sich auch super hier aufs Auge bringen mit dem Pinsel. Ich bin ja sonst immer hier diejenige, die ihre Fingerchen nimmt für ja, Schimmerfarben. Aber die sind also optimal. Falls ihr vom Beautyworks da mal welche seht, wenn ihr beim TK Maxx seid, da könnt ihr ruhig zuschlagen. Die Paletten sind gut. Ich hatte jetzt keinen Bock auf Schwarz, obwohl ich ja auch Schwarz anhab, aber Schwarzen mache ich ja wirklich seltenst. Hui. Ja, aber lässt sich wirklich schön. Ich mag das. Nochmal hier reingehen. Das lässt sich wunderbar aufbauen, auch wunderbar verblenden. Und wunderbar läuft mir schon wieder die Nase. Oh Gott, das ist zum Heulen. So, ja, was passt jetzt dahin? Da haben wir so ein paar, die passen. Ich möchte hier diesen Ton nehmen. Und den nehme ich mir jetzt aber mit dem Finger auf, weil ich möchte den dann doch ein bisschen kräftiger. Leute, ich glaube, wir haben hier wieder einen Look, der schnell ist. Und vorne habe ich mir jetzt das Gold hingetan, deswegen, ich habe hier zwar noch eine hellste Farbe drin, aber die lasse ich jetzt mal weg. Oh, wir haben jetzt ein bisschen Fallout auf dem Finger gehabt, okay. Aber ja, das ist, die sind sehr, sehr weich. Sehr, sehr weich. Muss man halt ein bisschen aufpassen, ne? Aber sonst... Aber ich mag so diese Lachsfarbe. Schön. So, gehen wir nochmal rein. Ha! Ich liebe das, wenn ein Look so schnell ist. Zack, zack, fertig. Brauchst du nicht viel groß schnickschnacken. Ne? Wo soll man denn sonst hier schnickschnacken? Wunderbärchen, Popärchen und schmiegt sich alles toll ineinander ein. Und die hat ihr nicht gewählt. Ha, die hatte nämlich meine Umfrage bei Instagram. Die wurde nicht gewählt. Nein, nein, nein. So, ich... Warte mal eben. Ich sehe da was. Warte mal eben. Ich sehe da was. Ich glaube, ich muss hier noch ein bisschen dunkel reinpacken. So, jetzt machen wir das mal ab. Hallo. Und dann... ja, das können wir so lassen. Das ist schon mal gut. Ich nehme einfach... Pinsel, schmeiß weg und nimm den Rest mir hier so weg. Ach Leute, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So, ich brauche einen kleineren Pinsel. Ich nehme den hier auch von She Glam und gehe in das Lila rein. Setze mir das hier unten hin. Und ich glaube, ich nehme heute mal Lila für das ganze Auge. Einmal Lila fürs ganze Auge. Ich gehe gleich noch mit dem Gold vorne her, weil das soll ja natürlich auch vernünftig aussehen. Das hatte ich ja nur mit dem großen Pinsel. Dass sich das hier trifft. Schön. In den Innercorner noch so ein bisschen setzen. Machen wir hier gleich weiter. Brauche ich den Pinsel nicht nochmal sauber machen. Ja, also ich mag die Palette sehr. Schön. Die wird dann auch natürlich bei mir bleiben in meiner Sammlung. Ich mache natürlich auch gerne halt die Schminkies, um zu gucken, ja, welche Palette kann bei mir bleiben, soll bei mir bleiben. So probiert man dann natürlich auch alles mal aus, ne? Und sieht dann natürlich das aus, was nicht funktioniert. Oder bei mir nicht funktioniert. Ich gebe das ja dann immer gerne weiter.
Schmeißt es ja nicht weg oder so. Kommt entweder ins Trashy oder zu euch im Aufgebraucht. So. Ja, schick. Schicobello. So, einmal hier drunter hergehen. Ein bisschen Weichheit reinbringen in das Ganze. Zack. Da würden jetzt auch, glaube ich, künstliche Wimpern nicht schlecht aussehen. So. Ja, ich kann nichts anderes sagen, außer tolle Palette. Wenn man wirklich nur Glitzer im Auge hat, nimmst du die. Machst du nichts verkehrt. Super. Und die macht von außen auch noch was her. Ich mag die leiden. Ich packe sie mal hier drauf. So, Highlighter. Und dann machen wir gleich weiter mit She Glam. Haha. Den Stay Glam, Stay Real Cosmic Crystal Mousse Highlighter in der Farbe Vanilla Sky. Dubi, dubi, dub, dub. Ich mache den Kleinen hier sauber. Weil ich möchte mir jetzt ja auch was unter die Augenbraue geben. Wir glitzern ja noch nicht genug. Da muss da noch mehr Glitzer drin. Ja, ich bin so ein kleiner Freak, was She Glam angeht. Ich mag das einfach. Tolle, tolle, tolles Make-up für wenig Geld. Und das ist auch in der heutigen Zeit sehr wichtig, finde ich. So, ich nehme so einen angeschrägten dann wieder von She Glam. Gehe dann halt in den Highlighter rein. Und da es so ein Creme-Highlighter ist, können wir ruhig mal ein bisschen kräftiger reingehen. Den muss man nämlich so ein bisschen aufbauen. Aber das ist ja nicht schlimm. Besser als wenn man dann Krabäm sofort hat und dann sieht es ein bisschen seltsam aus, ne? Ja, mag ich. Mag ich. Ich habe ja auch so einen ganz silbernen von She Glam, ne? Der ist natürlich auch heftig. Ja, also ich finde den wunderschön. Was für ein schneller Look. Was für ein schneller Look. Da denkt der Experte gleich, weil wir wollen noch Expertenvideos drehen. Denkt er, was machst du denn schon hier? Ist schon fertig? Ja, ja, hier. Zack, zack. So. Ja, Wunderbärchen, ne? Wunderbärchen. Schöner Highlighter. Und ich finde, die sind auch noch so schön eingepackt und schwer sind die auch. So, wir kommen zur Wimperntusche. Und da habe ich von Clinique die High Impact Mascara. Ja, die geben wir uns jetzt mal auf. Die hat so ein kleines Kunsthaarbürstchen. Das ist jetzt so eine Travel Size Größe. Übrigens, ich hatte ja vorhin mal, glaube ich, die Max & More. Die konnte ich doch noch irgendwie retten. Ja, wollen wir mal schauen. Wenn ich sie nächste Mal aufmache, ist sie wieder so. Ich schaue mal. Auf jeden Fall gebe ich mir die jetzt auf. Und dann sind wir gleich wieder da, meine Lieben. Und dann kommen wir zum Lippi. Und da haben wir heute auch mal was Teures. Also, bis gleich. Hallo, da bin ich wieder. Ich habe mal noch so ein bisschen mir einen güldenen Kajal rausgesucht. Und zwar von Trend It Up Contour and Glide Kanal. Ja, aber der war, den sieht man nicht wirklich irgendwie. Den habe ich mir so ein bisschen hier auf die Wasserlinie gegeben. Aber der hat nur ein Müh abgegeben. Naja, egal. Wir kommen jetzt zum Lippi und da habe ich mal wieder den Barbour rausgezogen. Barbour Lippenstift in der Farbe Creamy Lip Color 02 Wine. Ja, das ist schon was Feines, nicht? In dieser tollen Farbe. Und ich finde, das passt jetzt, glaube ich, ganz gut zum Look. Und den geben wir uns jetzt mal auf. Schöner Creamy Lippi. Na, Barbour kann nicht nur Ampullen. Die können auch Make-up, ne? Finde ich geil. Sitzt sofort. So. Zack. Nochmal unten her. Ich weiß auch nicht. Es ist immer geil, wenn du das sowas mal in deiner Sammlung hast und dir das mal auf die Lippen gibst. Ne? Ja. Ist einfach was Schickes, ne? Hier, so. Ja, das ist mein fertiger Look, meine Lieben, mit der Hashtag Champagner Party The Beauty Works Palette. Ja,
einfach mal nur Schimmer mal wieder auf die Augen. Das kann man hier ganz gut. Und den Barbour-Lippi dazu. Habe ich hier mich angeditscht? Oh, ich habe mir angeditscht. Uiuiui. Ja gut, ich habe ja hier so ein Spoolie. Da geht man einfach mal da drüber und dann hat man schon jo, die Farbe weg. Und wenn man sich da zu viel Farbe weggenommen hat, dann geht man halt nochmal hier rein. Ja, und nimmt den falschen Finger und bricht sich die Hand. Und geht dann einfach nochmal hier rein und fertig. Und wenn ihr merkt, das Augenlid fettet so ein bisschen nach, geht einfach nochmal da drüber und fertig ist der Lack. Das kann natürlich mal passieren, ne? Wenn man so mal auf Feiern geht oder so. Einfach mal so nachtupfen. So, das war's, meine Lieben. Der fertige Look, der steht. Tada! Wenn ihr wüsstet, was ich untenrum anhabe, ne? Eine Schlafanzugbuchse. So, das ist mein fertiger Look. Ich finde, ein eleganter Ausgeh-Look für den Abend. Da kannst du sogar den Pulli zunehmen, ziehst eine schöne Buchse an oder einen Rock. Fertig ist die Chose, ne? Ja, das ist mein fertiger Look, meine Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Bleibt alle gesund und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also macht's gut. Bis dahin. Tüdelü und ciao. Also bis denne. Tschüss.